Min Li hat 5 Euro mehr als James. Min Li hat 33 Euro. Wie viel hat James? Schauen wir uns erstmal an, welche Informationen hier drin stecken, wie üblich. Also wir wissen also, dass die Min Li, dass die 5 Euro mehr als James hat. Und zwar hat sie 33 Euro. Und eben, sie hat eben 5 Euro mehr als James. Und wir wollen jetzt wissen, wie viel hat James? Wie rechnen wir das aus? Wir überlegen uns jetzt erstmal Buchstaben für Minli. Dann nehmen wir mal das M und überlegen uns jetzt eben, das repräsentiert die Menge, die Minli hat. Und die Menge, die James hat, die ist jetzt dargestellt durch ein J. Und wir wissen eben, dass Minli 5 Euro mehr hat. Also Minli hat so viel wie James plus 5 Euro mit dazu. Okay, wie rechnen wir das jetzt aus? Oder wie gehen wir jetzt weiter? Wir wissen ja jetzt, dass Minli 33 Euro hat. Wir können also statt dieses M hier auch 33 einsetzen. Und dann steht hier 33 ist gleich James plus 5. Der Rest bleibt so. Gut, jetzt könnten wir das versuchen gleich auszurechnen. Wir können es jetzt aber auch mal auf eine andere Weise darstellen, und zwar indem wir das Ganze visualisieren auf dem Zahlenstrahl. Das ist ein Zahlenstrahl. Und wir fangen hier einmal bei 0 an und gehen jetzt wieder zu unserer Minli und sagen jetzt zum Beispiel Minli, das ist hier, das ist die Minli. Und da wissen wir ja bereits, dass das 33 darstellt. Was machen wir jetzt? Wir wissen, irgendwo James muss darunter sein, weil Minli ja mehr hat als er. Und zwar überlegen wir uns jetzt, dass sie 5 mehr hat als der James. Und das können wir jetzt so darstellen, indem wir nämlich mit diesem Zahlenstrahl um 5 runtergehen. Minus 5. Und dann müssen wir ja da rauskommen, wo letztendlich der James ist. Umgekehrt, wenn ich hier jetzt wieder um 5 nach oben gehe, weil Minli ja eben genau 5 mehr hat, dann muss ich hier wieder hier oben raufkommen, plus 5. So, ich kann das jetzt eben so darstellen. Ich habe mir meine 33 Euro, die stehen ja hier, 33 Euro, das sind diese hier. Und wenn ich hier jetzt eben 5 abziehe, minus 5, dann bekomme ich eben genau das, was James hat. Das weißt du jetzt wahrscheinlich schon im Kopf. 33 minus 5, das ergibt 28. Und das ist auch unsere Lösung. 28 Euro hat also der James. James hat 28 Euro. Das können wir jetzt hier auch nochmal hinzeichnen. Das ist also 28. Plus 5 ergibt 33 und 33 minus 5 ergibt wieder 28. Machen wir gleich noch eine Aufgabe. Jessicas Haus ist 5-mal so weit weg von der Schule wie Pamelas Haus. Jessicas Haus ist 15 Kilometer von der Schule weg. Wie weit ist Pamelas Haus von der Schule weg? Ich möchte dich jetzt wieder ermuntern, hier erstmal eine Pause einzulegen und dir erstmal zu überlegen, wie du das selber machen kannst. Als erstes fangen wir natürlich wieder so an, dass wir uns passende Buchstaben überlegen für die Informationen, die hier drin stecken. Und natürlich nehmen wir erstmal für die Jessica, würden wir jetzt mal ein J wählen und für die Pamela ein P. Und dann steckt hier noch die Information drin, dass es 5-mal so weit weg ist. Und Jessicas Haus ist eben 15 Kilometer von der Schule entfernt. So, wie gehen wir jetzt hier vor? Also, wir überlegen uns jetzt,
Egal wie weit Pamelas Haus von der Schule weit weg ist, ist Jessicas Haus noch mal fünfmal so weit weg. Wenn wir jetzt also mit Pamela hier anfangen, zu überleben Pamelas Haus, wie weit ist es von der Schule weg? Und das Ganze müssen wir dann einfach noch mal fünf rechnen, fünfmal so weit weg. Und dann kommen wir letztendlich bei Jessicas Haus raus. So ausdrücken, p mal 5 ist gleich j. Jetzt wissen wir aber, dass ja Jessicas Haus genau 15 Kilometer von der Schule entfernt ist. Also können wir dieses j hier, können wir doch auch durch 15 ersetzen. Und dann steht hier p mal 5 ist gleich 15. Wenn du jetzt ganz gut bist, dann weißt du die Lösung vielleicht schon, aber ich möchte es eben doch wieder mit dem Zahlenstrahl auch wieder machen, damit die Sache wieder etwas deutlicher wird. Also das hier ist hier wieder unser Zahlenstrahl. Ah, der ist jetzt wirklich sehr krumm. Den machen wir nochmal weg. Also wir nehmen hier einen Zahlenstrahl. Ah, schon besser. Und sagen jetzt mal, hier ist die 0. Und irgend, hier geht es eben nach rechts und hier irgendwo ist Jessica. Das ist die Distanz von Jessicas Haus. Und jetzt überlegen wir uns eben, wie wir das lösen können. Und wir wissen ja, dass Jessicas Haus 15 Kilometer entfernt ist. Und dass Pamelas Haus eben weniger entfernt sein muss. Und Jessicas Haus ist fünfmal so weit von der Schule weg wie Pamelas Haus. Und jetzt überlegen wir uns einfach, dass wir hier diese Strecke, die ja der Entfernung von Jessicas Haus entspricht, einfach in fünf Teile einmal einteilen. Ich mache das jetzt einfach mal ungefähr, das wäre einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und dann komme ich hier eben raus. Man könnte auch sagen, dass hier ist die Entfernung von Pamelas Haus. Das hier wäre P. Das wäre dann eben diese Distanz hier, entspricht einem P. Dann habe ich hier eben 2P, nochmal ein P und 3P und 4p und 5-mal Distanz von Pamelas Haus und dann komme ich eben bei der Jessica eben raus. Oder ich könnte es auch mal, nochmal so sehen. Das ist einmal p, zweimal p, dreimal p, viermal p, fünfmal p. Ich kann auch die ganze Strecke hier nehmen und dann einfach sagen, das ist p mal 5. Okay, jetzt können wir das hier eben nochmal uns aufschreiben. Wir haben jetzt eben die Entfernung von Pamelas Haus. Und wenn ich die eben von Jessicas Haus fünfmal teile, und zwar in gleiche Stücke, dann bekomme ich das Ergebnis. Also, ich habe diese 15, die 15, und wenn ich die in fünf gleiche Stücke teile. Fünf gleiche Stücke teile, dann bekomme ich das Ergebnis. Und das weißt du ja eigentlich schon aus deinem 1x1. Und da kommt dann eben raus, p ist gleich 3. Pamelas Haus ist 3 Kilometer von der Schule entfernt. Jessicas Haus ist fünfmal so weit von der Schule weg wie Pamelas Haus. Jessicas Haus ist 15 Kilometer weit weg. 15 geteilt durch 5 ist 3. Also ist Pamelas Haus 3 Kilometer von der Schule entfernt und das ergibt alles zusammen eben einen Sinn.